Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt. In diesem Video möchte ich kurz die Ehre Health E-Rezept-Lösung vorstellen. Das E-Rezept kommt am 1.7. und ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie Sie das E-Rezept bei sich unterstützen können. Und zwar handelt es sich bei der Ehre.Health-Lösung um einen virtuellen Drucker. Das bedeutet, dass Sie einfach auf dem Computer, wo das Krankenhausinformationssystem oder Ihr Praxisverwaltungssystem installiert ist, dort fügen Sie einen neuen Drucker hinzu. Was Sie jetzt machen, Sie gehen wie gewohnt in Ihrem Praxisverwaltungssystem auf die normale Medikamentenverordnung und in der Medikamentenverordnung füllen Sie das Muster 16-Formular so aus, wie Sie es normal gewohnt sind. Dann drücken Sie auf Drucken. Und anstatt das Formular auf einem richtigen Drucker zu drucken, drucken Sie dieses Formular auf dem Ehre.Health-Drucker. Was das Ehre.Health-System jetzt automatisch machen wird, es überführt Ihr Rezept in eine Web-Applikation. Diese sieht dann so aus. Und in dieser Web-Applikation können Sie dann die Rezepte signieren und im Fachdienst hinterlegen. Wenn Sie auf alle Rezepte signieren drücken, dann wird das System Sie auffordern, Ihren elektronischen Heilberufeausweis auf Ihren Kartenleser zu legen. Und wenn Sie das getan haben, werden die Rezepte signiert und anschließend werden die Daten so erzeugt, dass diese an den Patienten übergeben werden können. Der Patientenausdruck sieht zum Schluss so aus. Und hier kann sich der Patient entscheiden, ob er es entweder ganz normal über die Gematik-App scannen möchte oder ob er ihn als Ausdruck wieder mitnehmen möchte, so wie es auch früher üblich war. Ich hoffe, das Video hat Ihnen einen kurzen Eindruck von der Ehre.Health-Lösung gegeben und ich freue mich, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Einen schönen Tag. Mein Name war Manuel Blechschmidt von Ehre.Health.